So, und da sind wir wieder pünktlich zur Knife Round zwischen dem TSV Oftersheim und den Wise Wizards auf Cobblestone. Erste Map, währenddessen wir hier diese kleine Messerstecherei beobachten. Erste Map ging an die Wise Wizards mit 16 zu 13. Am Ende relativ knapp. Vor allem Piri auf der TSV-Seite unglaublich am Abgehen gewesen mit der AWP. Mal gucken, was man jetzt drauflegen kann. Das ist der Pick vom TSV. Wise Wizards gewinnen auf ihrem. Und der TSV holt sich, glaube ich. Ja, holt sich, glaube ich, die Knife Round. Und damit geht's los. In Map Nummer 2 zwischen dem TSV 1895 Oftersheim gegen die Wise Wizards. Wir sehen zwei Splashes, eine Smokes in den Händen von MXO. Eine CZ und eine HE in den Händen von Defalter. Der wird nämlich, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, genau im Dropper stehen. Vier Mann vor B positioniert, das heißt, man riecht so ein bisschen diesen Bego. Jetzt der fünfte Spieler, glaube ich, auch rübergezogen. Ja, damit die A-Side komplett frei. Erster Frag von Angie. Zweiter Frag von Sony. Dritter hinterher. Und das fällt schon wieder auseinander, bevor es überhaupt angefangen hat. Jetzt Zeiss in der Lage, was dagegen zu setzen. Aber von hinten kommt halt schon MNL. Und es ist auch nur noch eine Frage von Sekunden, bis der die Jungs backstabben wird. Und genau das ist der Fall. MNL mit einem Frag, MXO mit dem zweiten, glaube ich, in dieser Pistole. Und somit die erste Runde gesichert für die Tees auf Kabel. Auf Kabel ist, glaube ich, uns allen bewusst, dass Kabel ein bisschen T-lastiger ist als Inferno. Das heißt, man sollte eigentlich schon mit 7, 8 Runden auf T rausgehen, um zufrieden mit seiner Halbzeit zu sein. Piri jetzt dürfte jede Sekunde in Kontakt mit MNL haben. Zieht sich aber jetzt doch zurück. Zeiss und Piri gehen jetzt gemeinsam den Weg zurück. Man hört nichts außer die Vögel zwitschern jetzt so. Schönen ersten Frag. Auch jede Sekunde den zweiten hinterherlegen. Genau das ist der Fall. Hat zwar nur noch 2 HP, aber seine Arbeit ist gemacht. Macht den dritten auch noch hinterher, ja. Mein Gott. Wieso nicht? Angie kümmert sich um Piri. Übrig bleibt der Haze. Gegen 5. Dürfte gleich in die Zange genommen werden. Vielleicht kann er den Frag noch Richtung Jin zu machen. Ah, gegen MXO reicht's nicht. Der farmt ein bisschen Money mit seiner Mac. Und damit die zweite Runde für die Wise Wizards. 4 P250s, eine USB. Die USB deswegen, weil Piri dann für die Arbe gehen will. Oder für zumindest eine Utility. Razor jetzt close. Kann den ersten Frag ziehen, der MV mit dem zweiten. Und das ist auseinandergefallen, bevor es überhaupt angefangen hat. Nur noch 3 Ts übrig, eine MP7 und 2 AKs. Und das sollte man jetzt klug ausspielen. Hat jetzt die zwei Waffen sichern können. Razor sollte sich vielleicht zu einem Spieler mit mehr HP geben. Aber wird's jetzt. Glaube ich. MNL und Angie da. Gegen Piri und Sir Haze. Eine USP und eine P250. Die gerade schon genug Damage gemacht hat. Auch auf Long Range geht er mal gern ein Ding rein. Langsames Herantasten. Jetzt, man möchte natürlich
versuchen, die CTs dazu zu bringen, einzeln in die Waffen reinzulaufen. Ich möchte natürlich ungern gegen die Eco verlieren. Molly ist jetzt raus, Asa ist werden. Biri rausgeforst Richtung Side mit 32 HP, kann er jetzt nicht viel machen. MXO und Engie, das ist gut gespielt. Drei Spieler jetzt isoliert. Eine Richtung hat, zweite Richtung hat, dritte Richtung hat und los geht's. Engie und MNL aber machen kurzen Prozess mit dem Walter und MV und übrig bleibt Fraser, der jetzt die AK wahrscheinlich saven wird mit seinen 22 HP. Und genau das ist auch der Fall. Gut zurückgekämpft in diese Runde von den drei überlebenden Ts, dem es anfänglich ein bisschen shaky sah mit zwei schönen Headshots von den Spielern des TSV. Und damit das 13-0 für die Wise Wizards. Und damit schon mal ein ganz gutes Polster hier auf Cobblestone. Die MP wird MNL, glaube ich, weitergeben an einen Spieler und dann selbst an die AWP gehen, oder? Nee, er wird sie, glaube ich, weiterspielen. Bisschen Bonusfarm. Wieso nicht? Auch eine gefährliche Waffe, diese MP7. Standardmäßig wird ja das 3-2 gespielt, 3 Richtung B und 2 Richtung A auf der CT-Site. Und ich glaube, es soll schnell B werden. Das ist der Call. Flash jetzt raus. Mehr kann man nicht entgegensetzen. Der Molly Richtung Stairs, alle aber Richtung Bruchstück raus. Beide Spieler auf der Site haben jetzt natürlich zu kämpfen. Defalter und Fraser machen das aber sehr gut. Defalter mit dem dritten Frag. Wow, und setzt da fast noch einen durch die Smoke. Jinzo weiß gar nicht, wie ihm passiert. Defalter mit dem vierten durch die Smoke. Defalter kümmert sich alleinig um diese Runde und sichert die erste für den TSV. Wunderschön die Side defended hier. Kann man absolut nichts sagen. Und die erste Runde gesichert. 5 AKs jetzt in den Händen der TS. Und es sieht wieder nach B aus. Und es ist, glaube ich, wieder schnell B. Zweimal hintereinander das gleiche. Molly. Obwohl, jetzt bremst man ab. Geht langsam vor. Fraser steht jetzt am Bruchstück und nicht der Walter. Ist in der Lage, die TS aufzuhalten. Hält den ersten auf, aber nicht den zweiten. MV mit dem zweiten Frag. Flash. Schöne Flash. Und beide TS auf Titanic zu blinden, aber die können den Frag trotzdem ziehen. Und Jinzo, Jinzo könnte jetzt entscheidend sein. Man hört ihn runterdroppen. Der Call müsste jetzt eigentlich kommen, dass da noch einer am Dropper ist. Sehaze versucht da sneaky-mäßig auf die Side zu kommen, aber Jinzo vom Dropper aus. Und Piri, letzte Runde so stark gewesen mit der AWP, ist nicht in der Lage, den Frag zu ziehen, aber diese Runde lag nicht an ihm. Das war einfach verdammt stark gespielt von den Wise Wizards. MAC-10 geht raus. Bei Sony, ich glaube, der wird jetzt ein bisschen vorrennen. Einfach irgendwo rausrennen, Info getten und dann, wenn er Glück hat, lebend rauskommen. Denn es ist der bei den CTs. Eine UMP, eine Farmers, 3 M4s. 1-4. Der Boost ist gar nicht so schlecht. Fraser ahnt ihn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er ihn gesehen hat, aber zumindest die Shots hat er gesehen. Schöner Frag da. Gegen Jinzo, der verantwortlich war für die letzte Runde der Wise Wizards. Und ihren Erfolg. Flash gut gedacht da. Piri geht aber trotzdem down. Sales wird es jetzt durchaus schwierig haben. Taggt aber Engie doch sehr stark. Und übrig bleibt der Falter, der jetzt aber von Top mit down geht. Wollte sich da in die Smoke retten, aber ich fadete schon langsam. Der Molly wird jetzt MV rausforcen und Fraser und MV sollten alles daran setzen, diese Waffen jetzt zu saven. Am Anfang jeder Runde sieht es gar nicht so schlecht aus immer beim TSV, aber dann fällt das ganze Konstrukt dann halt einfach durch die Firepower, möchte ich jetzt mal sagen, der Wise Wizards auseinander. Zumindest ist das der Fall in den ersten Runden. Fraser wird jetzt gleich Besuch kommen. Geht down an MNL, der ihn gerochen hat, zumindest war es nicht die MAC-10.
V wird jetzt, glaube ich, nicht mehr die Waffe saven können. Es ist nur noch eine von Sekunden, bis da der Spieler... Obwohl, doch, geht durch. Doch, geht durch. Save die M4. :1:5. Der Stand in favor für die T's. Full Eco jetzt, nur die M4 von MV. So ist jetzt richten. Und Bezos wieder werden bei den T's. Smoke jetzt deployed. Jetzt sollte man aber aufpassen, dass man nicht wieder in die P2000 von Thrazer reinrennt. Der damit der Falter in einer Runde zwei schöne Frags am Anfang machen konnte. Zwei Spieler close Richtung Hochstück. Sind aber full blinded. MXO und Sony mit zwei schönen Frags. Aber Thrazer wieder gefährlich mit der P2000. Und es soll jetzt, glaube ich, A werden, weil der Call halt kommt von MXO, dass die A halt komplett frei ist. Man musste natürlich ein gewisses Gamble gehen. Kann mir aber kaum vorstellen, dass der Falter die MAC-10 safen will. Wohl nicht so, ne, geht's auch nochmal in der Eco. Gut, vielleicht doch. MAC-10. Oder ein, zwei Frags, ein, zwei Exits ziehen. Und dann drauf gehen. Bis jetzt, vor allem was das Firepower, ich hab's schon mal gesagt, angeht von den Wise Wizards, alle individuell verdammt stark. Da kann man wenig entgegensetzen. Oder wenig daran aussetzen. Man merkt, dass die schnellen Goes es tun, man hat ein Mittel gefunden und das wird man jetzt so lange verwenden, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. Und irgendwann, hoffe ich zumindest, wird der TSV auch eine Lösung finden, diese schnellen Goes aufzuhalten. Hat er bis jetzt nur zwei wirkliche Buy-Rounds. Und man geht jetzt für den Buy. MAC-10 wird weggeworfen. Zwei Farmasses, drei M4s. Ein M4, vier AK ist in den Händen der Wise Wizards Spieler. Wieder standardmäßiger Aufbau. Bloß kein Spieler Richtung A lang positioniert. Sehis top mit und Piri da in der Ecke. Piri aber gesehen. Das ist jetzt das Problem. Man wird da jetzt rumziehen. Piri ist absolut blind. Ist nicht in der Lage, einen Frag zu ziehen. Aber dafür ist Sehis 2. Am besten noch den dritten hinterher. Gelingt ihm nicht ganz. 3 gegen 3 jetzt. Spieler müssen schnell rüber rotieren. Schöner Frag von dem Falter. Der war wichtig. Keiner hat damit gerechnet, dass er da jetzt durch den Molly geht und den Frag zieht. 3 gegen 2 Situation jetzt. Aber Side offen. Alle drei Spieler werden von Dorde, von Balcony kommen. Das geht nicht anders. MNL. Jetzt gecrossed. Und Jinzo mit der Bombe auch jetzt. Das heißt, der Plant wird durchgehen. Komme, was wolle. MV ist sich noch nicht ganz sicher, ob es überhaupt da wird. Okay. Und jetzt die drei Leute drauf da. Gute Flash. Zwei Spieler absolut blind, können nichts entgegensetzen. MNL mit einem schönen Frag. 1 gegen 1, Jinzo gegen Thrazer. Jinzo vorne in der Lage gewesen, die Runde für sich zu entscheiden. Ist das jetzt nochmal der Fall? Molly deployed. Damit müsste er wissen, dass er runtergejumpt ist. Oh, hat ihn nicht Richtung Truck gesehen. Verbrennt er fast an seinem eigenen Molly. Jetzt wird die Zeit knapp. Jetzt muss er eigentlich den Head setzen und direkt defusen. Das Problem ist, er hat kein Kit und geht dann schlussendlich down an Jinzo. 7:1 in favor für die Wise Wizards. Das sah auch beim Retake wieder gar nicht so schlecht aus. In Favorite-Position da. 3 gegen 2 Situation für die CTs. Und dann eine Flash. Beide Spieler, die da aus der Door rauskamen, absolut blind. Und wieder verdammt gut gemacht von MNL, der jetzt zum ersten Mal die AWP in der Hand hat. Wieder die CTs standardmäßiger Aufbau. Mit den Pistols. 2 Deagles, 3 CZs. Da wird wahrscheinlich Sehis als Bait fungieren für Piri. Falls sich die Wise Wizard Spieler entscheiden, da jetzt lang rauszugehen.
Und A soll es jetzt auch, glaube ich, werden. Sage mit einem schönen Frag. Man ortet Piri nicht, ist nicht in der Lage, da irgendwas zu regeln. Piri rennt da hinterher. Und MNL kommt da gerade so weg. Wieder. Beide AKs gesichert. MNL hat da Glück, dass er nur 20 Damage kassiert. Und B soll es jetzt werden. Defalter ist nicht bekannt. Geht schlussendlich down an Piri. MXO geht down an Defalter. Defalter macht schon wieder zwei Richtung Bruchstück. Und die Eco, beziehungsweise die Anti-Eco, geht an den TSV auf das Heim. Die sichern sich die zweite Runde auf Cobblestone. Wohlgemerkt, ihr Pick in diesem Game heute. Und das war sehr, sehr gut gemachter A-Lang, vor allem von Piri und Sahase. Piri schon wieder mit einem schönen AWP-Frag, der schon auf Entfernung, falls ihr nicht dabei wart, verdammt stark gewesen auf der CT-Site. Der T-Site hatte man einfach zu wenig Beirunden oder eine zu schlechte Economy, um die AWP oft rauszuholen. Aber auf CT konnte er glänzen. Und wieso schalte ich eigentlich von ihm weg? Er setzt gleich den zweiten hinterher. Damit wieder 3 gegen 5. 3 Ts gegen 5 CTs. Flash, Molly, irgendwas, Sony. Rette dich vor der AWP von Piri, denn die hat nämlich Jaja aus Stahl und geht vor und macht gleich den dritten hinterher. An mir gibt's kein Vorbei, denkt sich Piri. MXO kassiert den Ding von Sahase. Piri verschießt einmal. Dürfte jetzt aber... Wow, was ein Shot da! Sieht aber auch wirklich nur ein Pixel. Sieht aber auch nur wirklich das ausgegraute Haar des Tees und ist in der Lage, den Frag durch die Mauer zu ziehen. Jinzu jetzt mit dem Frag Richtung Sahase. Aber der wird da jetzt nicht mehr viel ausrichten können, weil vor allem Piri auf dieser Seite steht und da was entgegenzusetzen hat. Kommt, lass den Jungen, dem Ace. Der Falter verhindert das. Verdammt stark gespielt. Und man sollte jetzt aufpassen, auf der Wise-Wizards-Seite da nicht zu oft in diese AWP reinzurennen. Jetzt kann man noch einmal kaufen. Der Buy ist aber schon ein bisschen shady. 4K seine CZ. Utility auch noch gut. Bei den Wise-Wizards. Und Dropper soll es jetzt werden. Der Falter da mit der P90. Macht den ersten, macht den zweiten, macht den dritten. Ja, mein Gott, wieso nicht? Und dann auch nur noch 2 Ts übrig. Der Falter absolut flasht. MNL mit der Möglichkeit, den Frag zu ziehen. Das macht er dann auch. Muss jetzt aufpassen. Fraser rennt da ein bisschen... alleine rein, wollte ich gerade sagen. Da war keiner da, der hätte refraggen können. Und genau das ist dann auch passiert. Einfacher Frag für MXO. 3 gegen 2 Situation jetzt. Sie müssen aufpassen, jetzt diese Situation nicht wegzuwerfen. Flash wird kommen und MXO wird rumziehen. Das ist Fakt. Sie ist bloß halt MV in der Lage, das mit einem Frag zu beantworten. Flash kommt. MXO zieht rum. Schöner Frag von MV. MNL ist jetzt der Letzte. Gegen 2 Sahase und Piri. Schöner Attack von Piri. 2 HP nur noch bei MNL. Der ist aber in der Lage, den Frag zu ziehen. Piri gegen Sahase. Ich meine Piri gegen MNL, sorry. Der hat sich jetzt erstmal die Bombe geholt. Das sind aber nur noch 7 Sekunden. Das heißt, MNL sollte alles daran setzen, Piri zu holen, und er hat keinen Plan, wo er ist. Und Piri holt ihn dann auch noch nach der Zeit. MNL mit 1050. Wird sich jetzt wohl oder übel, genau wie seine anderen Mates auch,
zwingen müssen zur Eco. Vierte Runde für den TSV, das sind... Das wurde jetzt gerade nochmal ein bisschen shady am Ende. Aber ein Piri gibt, wenn er die AWP in den Händen hat, keinen vorbei. Und B soll es jetzt wieder werden. Sehr B-lastig, das Spiel der Wise Wizards in den letzten paar Runden. Und da wieder die UMP von der Falter. Der sollte da jetzt aber schleunigst raus. Hi, wird wehtun und das Leben von NG dramatisch verkürzen. Says mit einem Easy Frag. Thrazer dann mit der Popcorn-Maschine. Übrig bleibt MNL, der kassiert ein Ding, kassiert noch einen Shot, aber kann da nichts entgegensetzen. Fünfte Runde für den TSV und so langsam grinden sie sich zurück. Die letzten vier Runden gehen aufs Konto des TSVs. Und die Falter behält die P90, interessant, natürlich gar nicht so schlecht für den Dropperraum. Aber Spray and Pray bringt halt schon ein bisschen mehr, wenn die Spieler dann runtergedroppt sind. Deswegen mal gucken, wie er das da handeln wird. Gegen Ekos natürlich auch vor allem gut, um die Gegner zu tilten. Aber diesmal wird es nicht A, B, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit A. Und Sahe steht da in der Ecke. Piri fungiert jetzt wahrscheinlich als Bait. Haben sich vorgekämpft lang. Position von Says könnte zum Vorteil werden. Piri da jetzt schon wieder in der vorherigen Runde war in der Lage, einen Frag zu ziehen. Says wurde geortet. Piri wird jetzt ein schweres Leben haben. Aber die Bombe rotiert langsam Richtung B. Das ist gar nicht so ein schlechter Call. Denn da steht nur noch einer Richtung Window. Das ist MV und Thrazer geboostet auf Tree. Und jetzt wird man natürlich versuchen, A zu faken. Genau das ist der Fall. Piri verschießt mal einen Schuss. Der Falter kann mit ein bisschen Spray and Pray Sony holen. MV rotiert jetzt damit rüber. Und der Einzige, der da jetzt noch übrig bleibt, ist Thrazer, der runtergejumpt ist vom Tree. Der da eine gute Position gehabt hätte. Jinzu geht down. Der Bait ist geschluckt. Die Frage ist, was kann Thrazer machen? Nicht wirklich. Jinzu mit dem nächsten Frag der Falter. Rächt sich zwar zumindest an Angie, aber der war ja am anderen Ende der Map. Das wird wohl der Safe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt dafür geht. Auch wenn das Money relativ gut ist. Ja, und genau das ist auch der Fall. Damit wird es die achte Runde für die Wise Wizards sein. Und langsam wird die Luft wieder zum Atmen für den TSV dünner und dünner. C5 hatte nämlich zwar auf der T-Side, aber trotzdem nicht gereicht auf Inferno. Healthy bye bei allen Beteiligten. Und ich glaube, Frage ist halt mit 4-9 und 3-8. Und dann noch in die nächste Runde reinkaufen will oder nicht. Falls man diese Runde verliert, schnell B soll es jetzt werden. Das hat bis jetzt noch nicht so wirklich ganz gut funktioniert. Thrazer da mit zwei schönen Frags. Kann er den dritten nicht setzen, aber Defalter ist ja da. 2 gegen 4 jetzt. Schöner Frag von MV und übrig bleibt dann auch nur noch Jinzo. Wir brauchen gar nicht über die verlorene Runde der CTs reden. Und Piri wird den Frag machen. So hoch konzentriert, wie der Junge gerade ist, versemmelt der fast keinen Shot. Sechste Runde auf dem Tacho für den TSV auf das Heim. Und das Money is broke. Da wird jetzt gekauft, was man kaufen kann. Absoluter Reset. Eine UMP, zwei C-Sets, eine Galil und eine AK. Für mehr wird es nicht reichen.
Und schnell A soll es werden. Ah, hat besser geklappt, aber da ist Piri. Und in Piris AWP rennt man rein. Doch er kann keinen zweiten Frag ziehen, weil er sich nicht rechtzeitig zurückziehen kann. Sei es jetzt aber unten Mitte, und unten Mitte kommt keiner. Die Jungs gehen alle samt überlang. Der Falter, seine Position ist bekannt. Fraser kann Frag Richtung MXO ziehen. Auf der anderen Seite der Map. Der Falter müsste doch die Spieler jetzt sehen. Hat zwei durchlaufen sehen Richtung Cannons. MNL kann den Frag ziehen. Die boosten sich da hoch. Das hat er gehört. Er muss den Frag ziehen. Er tut's auch. Und Zerhays mit zwei hinterher. 7 zu 8. Gute Halbzeit vom TSV 1895 Oftersheim. Aber auch eine gute T-Zeit von den Wise Wizards. Der TSV hat sich am Ende dieser Halbzeit nochmal gefangen. Sonst hätte das Ganze durchaus dramatischer ausgesehen. Aber die Pistole wird jetzt wichtig sein. Bis jetzt konnte der TSV noch keine einzige Pistole gewinnen. Frage ist, gelingt die vierte Pistole? Man sagt ja mal, alle guten Dinge sind vier. Zwei Jungs von den Wise Wizards Richtung A abgestellt. Und schnell soll es auch A werden. Angie und MNL. Oh, die gehen rein. Die gehen rein in den Connector und ziehen den Frag. Interessanter Go. Und B soll es jetzt werden. Jinzo mit einem. Geht schlussendlich down. Das reicht nicht. MXO müsste jetzt mindestens zwei ziehen, um das Ganze hier noch interessant zu gestalten. Tut er aber nicht. Und MNL und Angie werden es jetzt verdammt schwer haben, hier was entgegenzusetzen. Aber MNL mit einem Frag, das darf man jetzt nicht wegwerfen auf der Off-Seite. Das würde wehtun. Schön Dev spielen, aber Angie holt den nächsten. 2 gegen 2 Situation. Zerhays nur noch mit 3 HP. Und übrig bleibt nur noch Fraser gegen 2. Bombe aber für ihn gelegt. Da jetzt nichts entgegenzusetzen. Mach den Frag. Haben die einen Kit? Nein, das ist nicht der Fall. Das wird nicht reichen. Puh. Da habe ich... Schöner Backflip der noch am Ende der Runde. Da habe ich schon ein bisschen zu früh die Katze im Sack gesehen beim TSV in dieser Pistole. Das wurde nochmal mehr als nur eng. Guter Retake da von den Wise Wizards Jungs. Hat aber nicht ganz gereicht. 8 zu 8 jetzt der Stand. Wir gehen in die 17. Runde. 2 Galils, 2 McTens, 1 UMP in den Händen des TSVs. 4 Deagles und eine CZ. Und wir wissen, wie die Pistols OP sein können. Deswegen Vorsicht ist geboten. Piri und Fraser Richtung B. Dort liegt auch die Bombe. Und MV Zerhays. Defalter Richtung A. Und der Langstack ist es. Und da ran jetzt 2 McTens rein. Erster Frag gezogen. Zerhays kann den nächsten ziehen. Zerhays zieht alle 3. Aber gegen Sony hat er dann keine Chance. Den erwartet er nämlich nicht. MV ist drin im Connector. Sony hat das, glaube ich, nicht gesehen. Beziehungsweise nur aus dem Augenwinkel gesehen. 3 gegen 2 Situation jetzt hier. Was kann der MXO regeln? Und ich glaube, er weiß nicht, dass Sony von hinten kommt. Oh. Jetzt hat MVs MXO gesehen. Aber MXO ist trotzdem in der Lage, den Frag zu ziehen. 2 gegen 2 Situation jetzt. Fraser mit dem Frag. Jetzt müssen die Deagle-Klicks sitzen. Fraser mit dem nächsten. Am Ende dann doch ein bisschen aufatmen beim TSV 1895 auf der Seim. Das wäre fast wie die Pistol-Runde nochmal sehr, sehr spannend geworden. 9 zu 8 jetzt. Das erste Mal die Führung für den TSV. USP ist eine CZ in den Händen der Wise Wizards. Die Mechs werden vorgeschickt, um ein bisschen zu scouten. Erster Austausch von Schüssen da. Zerhays mit 2 schönen Frags, der farmt so viel Geld. Vorhin schon mit 3 schönen Mech Frags. Jetzt wieder mit 2. Aber MV und Zerhays low HP. Zerhays fällt jetzt. MV dürfte da jetzt auch fallen. Genau das ist der Fall. Jetzt ist es eine 3 gegen 3 Situation, weil Jinzo auch MV erwischt hat. Piri, Thrazer und Defalter jetzt gegen Angie und Jinzo. Aber Angie auch nur noch mit 4 HP und der Mech in der Hand. Viel wird er da jetzt nicht
machen können, vor allem weil die B-Side komplett frei ist und der einzige, der in der Nähe ist, ist Angie mit 4 HP im Dropper. Er ist jetzt gecallt, der jumpt da rum, dürfte jede Sekunde dann auch down gehen an Div. Alter, dürfte jetzt beide gehört haben, beide callen, dass sie im Dropper sind. Jetzt wird hochgeboostet. Und man müsste eigentlich wissen, dass Angie mit 4 HP, boah, die HE hat er gefressen, wenig ausrichten kann und das ist auch genau der Fall. 10 zu 8 für den TSV 1895 auf das Heim. Man bleibt bei den zwei Galis. Die AWP in den Händen von MNL wissen wir von der letzten Map, dass sie sehr gefährlich sein kann. Noch nicht ganz im Game angekommen ist Sony mit 6-2-17. Er hatte aber dafür auf Inferno ein gutes Game. So wie fast alle von den Wise Wizards. Schnell B soll es jetzt werden. Das hat bei den Wizards nicht funktioniert. Mal sehen, wie es bei den Oftersheimern funktioniert. Man geht Richtung Pizza. Dort steht MXO. Der kann 2 ziehen. Fraser mit der Galil. Geht aber schlussendlich an Sony down. Jetzt ist es eine 2 gegen 4 Situation. Der Falter mit einem schönen Frag. 3 gegen 2. Bombe nicht geplantet. Der Falter kassiert einen Legshot. Zwei Spieler Richtung Stone. Einer Richtung Pizza. Retake-Situation ist angesagt. Oh, schöner Frag von MXO. Der macht 4. In dieser Runde und auch ohne Kit wird das ein leichtes sein, diese Bombe zu defusen. Den Code kennt er auswendig. 10 zu 9. Wise Wizards bleiben dran. Economy aber stabil bei den TSV-Lern. AWP geht jetzt raus in die Hände von Piri. Wir wissen noch nicht so ganz, wie der Junge auf der T-Side ist. Bis jetzt hat er auf CT aber geglänzt. MNL gegen Piri, das Duell könnte vielleicht entscheidend sein hier auf Cobblestone. Geht jetzt ein bisschen für einen standardmäßigen Approach. Zwei Spieler Richtung B, drei Richtung A. Scheint der Standard Go zu sein. Richtung Mitte gehen jetzt MV und den Falter rein. Nur ein einziger Spieler Richtung A abgestellt und das ist Angie. Man ist sich relativ sicher, dass es B wird. Vielleicht verkalkuliert man sich da. Oh, Angie. Mit einer leicht verspäteten Reaktion ist nicht in der Lage, den Frag zu ziehen. Und jetzt ist die Side offen. Jetzt dürfte auch jede Sekunde die Rotation kommen. Der Call kommt, dass die Side clear ist. Und genau das ist jetzt der Fall. Bombe nehmen und drauf auf A. Oder? Bombe macht immer noch keine Anstalten, Richtung A zu gehen. Erst jetzt. Nicht, dass das zu spät ist. Weil MXO sich rächen kann und noch einen draufsetzen kann. 3 gegen 3 Situation jetzt. Mit dem ist nicht zu spaßen, der Falter. Der Einzige, der noch auf der Seite ist und die Bombe muss crossen. Genau das ist jetzt passiert. MXO ist runter. Der Call müsste gekommen sein. 40 HP hat er noch. Bombe. Noch nicht gecrossed. MXO mit dem dritten. 29 Sekunden. Nur noch 2 gegen 3 in favor für die CTs. MXO eigenhändig diese Site hier evaporiert. Wow, schöner Flag von Fraser. Piri holt MXO. Und übrig bleibt nur noch Jinzo. Der aber schon zweimal in der Lage gewesen, zu klatschen auf Cobblestone. Dürfte jetzt Piri rausforsten. Genau das ist der Fall. Piri dürfte. Okay, so weit geht der Molotow nicht. Da hat Piri Glück. Uff, Teamflash da. Zeit wird aber so langsam knapp. Beide pieken gleichzeitig. Piri dann mit dem Frag. Nur ein Tier überlebt. Aber das reicht. Und das Money Broke auf der CT-Seite. Fast schon Double Echo Territory. Komplett resettet. 11 zu 9. Der TSV zeigt, dass er in der Lage ist, gutes Counter-Strike zu spielen. Auch wenn MXO da eigenhändig fast die Runde noch gedreht hätte. Piri mit dem nächsten schönen Frag. Jinzu überlegte sich, dort reinzurennen. Wieder nur ein Spieler Richtung A abgestellt. Alles reingeforst, was man hat. Ging nicht für die Double Echo, sondern für Risiko. Geht jetzt langsam vor. Doch die Sache ist, dass das ahnen die TSV-Spieler. Es gibt keinen Weg, dass sie es nicht ahnen. Man entscheidet sich aber trotzdem für B.
Angie. Molly hinter. Rennt man jetzt durch den Molly? Genau das ist passiert. Angie rechnet nicht damit. Sony aber mit einem schönen Deagle-Shot. Kann er den nächsten hinter? Schöner Frag! Tag den nächsten! Jinzo! Sony! Pick den nächsten. 2 gegen 1 Situation. Piri. Wenn, dann er. Geht aber dann down an Jinzo. Die Runde tut weh für den TSV. Da hat man alles rein investiert, was man hätte rein investieren können auf der Wise-Wizard-Seite. Und irgendwie hat's geklappt. Der Molly hat gut Damage gemacht, der da reingeworfen wurde. Dann 2 schöne Deagle-Frags da von Sony. Und auch noch 2 gute Tags. Die Runden entscheidend waren 11 zu 10. Das wird noch ein richtiges Krimi hier. Eko jetzt. Bei den TSV-Lern. Runter da jetzt in den Drop. MNL mit dem Frag Richtung MV. Piri geht da jetzt. Seiner Glock raus. Richtung Window. Fraser und Piri kümmern sich um Sony. Auf der Side sind nur noch Jinzo. Der schießt ein bisschen durchs Haze. Wow, 3 gegen 3 Situation jetzt. Wird das vielleicht nochmal stand? Spannend. Der Einzige, der da jetzt noch ist, ist MNL. Der wird jetzt Besuch bekommen von 3 Spielern. Zieht den ersten. Zieht den zweiten. Wunderschöne Frax hier. Geht für den dritten. Entdeckt ihn stark. Razer wird aber in der Lage sein, den Bombplan durchzuziehen. Und genau das ist wichtig. Ob er jetzt die Runde holt, ja oder nein, ist egal. Hat auch nicht das Kevlar dazu. Ich sehe es eigentlich nicht. Das wird auch schwierig sein. Jinzo erledigt die ganze Show 11 zu 11. Aber wäre da wieder MNL nicht gewesen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wunderschöne Einzelleistung hier von allen Spielern auf dem Server. Egal ob Piri, egal ob Defalter oder auf Wise Wizard Seite, MXCO oder MNL. Schön anzusehen. Zumindest von der individuellen Seite. Was überlegt man sich jetzt auf der T-Side? Eine Mac-10, 4 AKs. Utility ist auch noch ganz okay. 4 Smokes, damit kann man eine Side in Ruhe einnehmen. Der MXCO spielt da ein bisschen mit dem Feuer. Weiß nicht, dass da zu viele sind. Flash dort jetzt rein. Glück gehabt, dass er nicht auf Guard geholt wurde. Fraser, aber die Position von Jinzo war unbekannt. Holt er die Runde noch, macht 2 Frags. Das ist stark. Angie geht aber down an Sahaze und übrig 3 gegen 1 Situation. AWP nicht in der Lage, einen Frag zu ziehen. Die AWP holt man sich jetzt. Schön für Piri. Denke ich mir zumindest. Tut man nicht. Okay. Zwölf. Für den TSV. Das erste Mal auf Cobblestone, dass ein B-Rush geklappt hat. Zumindest in der Buy-Round. Full Eco jetzt, seine Deagle. 4 USPs. Ich sehe keinen Weg, dass sie auf das einmal das hier abgeben, aber ich habe mich schon ein, zweimal in diesem Game geirrt. Piri aber mit dem ersten Frag. Wir brauchen keine AWP, wir brauchen eine Mac-10. In den Händen von Piri mit dem nächsten. Schönen Money Farm für die nächste Runde AWP. Die wird wichtig sein. B-Side soll es jetzt werden. Piri mit dem dritten. Sony und Angie übrig. Die wollen jetzt natürlich ungern in die Mac-10 von Piri reinlaufen, weil die hat ja schon 3 Frags. Piri sneakt sich da jetzt weiter vor. Für den nächsten gesehen haben, geht aber down. Sony und Angie beide mit einem Frag. Aber Defalter wird sich mit einem Spam mit ihm. Och, geht fast sogar noch down. Gar nicht so schlecht gespielt von Angie. Sony saved jetzt die Mac. Oder geht zumindest auf einen Exit. Weil Double Eco wird sein, so oder so. Boah, holt sogar noch den Frag und kann jetzt mit der AK abhauen. Das ist gar nicht so schlecht. Gewinnt das Duell dagegen MV. 13 zu 11. Und man geht für den Buy.
Da der Safe wahrscheinlich der K.O. schlaggebend gewesen. Diesmal spielt man langsam auf der TSV-Seite. Hat jetzt die letzten Runden ein bisschen das Tempo angezogen, Zügel angezogen und jetzt heißt es erstmal Fuß runter vom Gas. Mal gucken, ob man den First Track senden kann. Die AWP vielleicht entscheiden in den Händen von Piri, denn MNL hat nur eine UMP. Und rein geht's jetzt Richtung A. Dort steht wieder bloß NG Richtung Danger. Zwei Spieler rotieren jetzt aber rüber. Sony und MNL. Sony mit dem ersten. Geht aber schlussendlich down an MV. Side jetzt. Muss geklärt werden. MV mit dem Rücken zum Side-Spieler. Aber Thrazer kümmert sich um ihn. Says. Erledigt den Danger-Spieler und die zwei Waffen müssen gesaved werden. Es geht nicht anders. Jinzo und MXO sehen keine Möglichkeit mehr, diese Site zurückzugewinnen. Und so nah ist der TSV dran, sich die erste Map zu holen hier. 0:3 stehen sie bis jetzt. Alle drei Maps verloren. Am ersten Spieltag gegen die Stofftiere 4:16, 5:16 auf Train und Inferno. Und heute auf Inferno 16:13 gegen die White Wizards. Und jetzt trennen den Oftersheimer nur noch zwei Runden und da kommt der Pause-Call. Weil das Money ist schäbig. Das Money ist schäbig auf der CT-Seite. MXO mit einem Frack, aber die werden jetzt natürlich versuchen, diese Waffen durchzubringen. Anders geht's ja gar nicht und die Ts werden da jetzt auch nicht hinterher rennen und großartig Druck ausüben, weil das Money jetzt auch nicht ganz, ganz so dufte aussieht auf der T-Seite. Taktische Pause jetzt bei den White Wizards. Was macht man mit dem Geld? Geht man volles Risiko? Will man nicht auf den Lust unentschieden gehen? Kauft man jetzt mit den zwei Waffen? Zwei UMPs könnten gelegt werden. Ach, was rede ich? Eine Farmers kann gelegt werden. Scout kann gekauft werden. Mehrere Möglichkeiten stehen den White Wizards jetzt zur Verfügung, um alles zu verhindern, dass der TSV nicht auf diese 15 Runden kommt. Draw ist keine Lösung. In die Overtime geht so oder so. Vielleicht wäre es klüger, jetzt für eine Full Eco zu gehen. Nächste Runde dann den Loser-Bonus von 4 zu haben. Dass alle ordentlich kaufen können. Und auf das 15-15 gehen und dann auf die Overtime setzen. Das ist natürlich ein sehr risikoreiches Unterfangen, weil dann kann man sich keine Fehler mehr leisten. Doch vielleicht ist es auch ein Fehler, jetzt schon reinzukaufen und all-in zu gehen. Nein, es wird gekauft. Man geht drauf. Zwei Farmasses, zwei M4s. Und die Popcorn-Maschine für MXO. Utility natürlich schäbig. Die Oftersheimer können jetzt einfach auf Zeit spielen. Warten, bis da diese eine Smoke, drei Smokes und der eine Molotov rausgeworfen sind. Und dann Go-Go-Gadget auf die Site. Viel gibt's nicht entgegenzusetzen. Das muss jetzt eigentlich fast was Offensives werden von den Wise Wizards. Irgendwas gamblen, irgendeine Site gamblen. Irgendeine verrückte Sache ausprobieren. Und das wissen die TSVler, da bin ich mir ziemlich sicher. Spannung steigt und steigt. Drei Leute Richtung B, zwei Richtung A. Sieht relativ standardmäßig aus, aber ich glaube, es wird offensiv Richtung lang gehen. Angie steht da in einer guten Position, weil er sieht den Schatten zuerst, wenn jemand rumzieht. Kann somit ein bisschen pre-firen da an dieser Position bei Lang. Spieler gehen aber Mitte rein. Mitte wird von keinem gehalten. Bombe orientiert sich aber Richtung B. Dort steht MXO am Bruchstück. Wird jetzt reingeflasht. Macht gut Damage. Aber nicht in der Lage, den Frag zu ziehen. MV ist stattdessen mit dem ersten Frag. Und übrig bleiben nur noch MXO und Sony auf der Side. Sony nur mit einer Popcorn-Maschine da. Counter-Boost ist auf den Tree. MXO ist sich dessen bewusst. Says in Zwischenzeit kümmert sich um Sony. 5 gegen 3 Situation. Sony kann nichts ausrichten. Thrazer da. Und das Ganze sieht so aus, als würde das der Matchpoint für die TSVler sein. Der MNL wird jetzt alles daran setzen, diese Farmers zu saven, weil Geld ist nicht vorhanden. Geld ist kein Thema für die nächste Runde. Und die Farmers kann vielleicht noch was retten. 15. Runde steht fest. 15:11.
Nell wird, glaube ich, fallen. Oder kann den Frag setzen. Wird nicht die AK holen. Weil er weiß, hinter ihm dürfte jemand kommen. Ist jetzt gesichtet. Macht den nächsten Frag. Jetzt kann er sich die AK holen. Genau das wird er machen. Wie entscheidend wird diese AK für die nächste Runde sein? Geld kein Thema bei den Ts. Da kann reingekauft werden, komme was wolle. Auch wenn man jetzt diese Runde verlieren sollte. Eine AK, eine M4, eine Deagle, eine CZ sollen sie jetzt richten. Utility schon mal besser als in der letzten Runde. Smoke deployed Richtung Door. Schnell B soll es werden. Drei Mann Richtung B können das jetzt aufhalten. MXO, Sony. Beide mit der Pistole. Fraser mit dem ersten Frag Richtung Jinzu. Damit fällt schon mal die erste Waffe. Der Walter mit dem nächsten Frag. MNL hat da was entgegenzusetzen mit der AK. 4 gegen 3 Situation. Bombe dürfte jede Sekunde geplantet werden. Piri und der Falter. Und übrigens bleibt noch den Angie. Ich sehe nicht, dass das... Oh, MXO schon ein bisschen früh, obwohl sein Mate noch lebt. Ich sehe aber auch keinen Weg, dass er das holen kann. Und genau das ist der Fall. Der TSV Oftersheim gewinnt 16 zu 11 gegen die Wise Wizards. GG, well played in den Chat. Und ich muss sagen, dass die Oftersheimer vor allem auf ihrer T-Side überzeugt haben. Nur 3 CT-Runden gingen an die Wise Wizards. Sehr überzeugende Leistung auf ihrem Pick. Und damit 1 zu 1 Inferno geht an die Wise Wizards. Und der TSV holt sich Kabel. Damit stehen die Wise Wizards jetzt 3 zu 1, Entschuldigung, und der Oftersheim, TSV Oftersheim 1 zu 3. Die Oftersheimer müssen, ja, den zweiten Spieltag ja auch noch spielen, genau wie die Wise Wizards. Das heißt, es ist noch früh in der Season und vieles kann noch passieren, aber es ist ein Anzeichen, dass diese beiden Teams auf gleicher Ebene ungefähr sind und wir hier 2 spannende Duelle gesehen haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal da einschaltet. Ich freue mich natürlich über jedes Feedback, was ihr mir gebt. Und hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Division 2 oder Division 1 der 99 Damage Liga. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.